Wir sind in unserer Next Step-Serie. Der Next Step, das ist dein nächster Schritt auf deiner geistlichen Reise, wo du hast. Wir sind so mitten in dieser Serie, in diesem Jahresthema, wo wir das ICF so definiert haben. Vor 14 Tagen haben wir das Neu, den ganzen Bereich vom Neu. Wenn du neu hier in das ICF, in die Kirche kommst, was ist denn? Und heute gehen wir rein in den nächsten Step. Wenn du schon länger in das ICF kommst, könnte dein nächster konkreter Schritt das Connecten sein, das Verbinden sein. Warum das? ICF Chur ist in den vergangenen Jahren grösser und breiter geworden. Breiter im Sinne von, es gibt viel mehr auf verschiedene Anlässe. Es gibt nicht nur das Treffen hier in den Celebrations, am Sonntagmorgen, am Sonntagabend, sondern es gibt viel mehr Generationen, Leute, die sich zu verschiedenen Zeiten auf verschiedenen Orten treffen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe die Übersicht so ziemlich verloren. Früher war es mehr so, dass wir so wie um ein Lagerfeuer herum waren. Alle haben so ein bisschen einander gekannt. Wir haben voneinander gewusst, alles Schöne, auch alles Schwierige. Wir haben gewusst, jetzt, wer schwanger ist. Wir wussten noch, welches Kind gehört zu welcher Familie. Wir haben gewusst, wer welches Haustier hat, wer Käse hat. Und wir können zusammen beten. Wir haben das voneinander gewusst. Und wir waren alle um das Lagerfeuer herum. Mehr oder weniger. Aber wenn mehr und mehr Leute dazukommen, dann wird der Radius um das Lagerfeuer immer grösser und die Temperatur nimmt ab, weil du weiter weg bist vom Lagerfeuer. Und darum ist etwas ganz Entscheidendes, dass wir, dass wir das Connect haben, und zwar, dass die Leute, die um das Lagerfeuer rumgesessen sind, dass die einen Schritt rausnehmen, an einen neuen Ort, in ein neues Haus gehen und wieder so ein neues Lagerfeuer entfachen, wo sich wiederum neue Leute können, um dieses Lagerfeuer herum connecten, damit es warm wird. Das ist so der Grundgedanke vom Connecten, was darum heute geht. Wir haben hier zwei Bilder. Das eine ist das Holzschild, was so ein bisschen steht für das Lagerfeuer. Das Holzschild tut so ein bisschen das Chillig-mäßige, du bist so chillig um das Lagerfeuer, du bist umsitzen. Es kann auch um das Lagerfeuer das Interesseverbindende sein. Oder mehr vielleicht das Abenteuermäßige, das Wilde. Das ist so das eine. Und das andere, was du hier siehst, das ist der edel, fleckenlose, reine, schöne Tisch. Was also das Bild ist von Jesus, wo Jesus sagt: Hey, habt Gemeinschaft mit mir. Jesus sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich persönlich, ich liebe die zwei Bilder. Auf der einen Seite so das Rauchen, Wilde, und auf der anderen Seite das reine Heilige. Und die zwei Bilder, die tun sich nicht widersprechen, sondern ich glaube, sie sind etwas ganz, ganz Tolles und Kostbares ausdrücken. Jesus hat uns in Vollkommenheit eigentlich vorgemodelt. Er, der heilige, reine Sohn Gottes, er ist mit der schlimmsten Sünde, sagt die Bibel, ist er abgehängt. Ist er mit ihnen zusammen gewesen und er hat sie connected mit dem Vater im Himmel. Und das Bild mit dem Holzschild von dem Lagerfeuer, so ein bisschen von dem rauchen Wilden, mit dem heiligen Rein, aber das tut sich nicht widersprechen, sondern es gibt ein wunderbares, ausdrucksstarkes Ganzes. Wir sind am Connecten drin. Wir haben ja so Scheiben, so grüne Miniaturscheiben, die liegen hinten und auf, die darfst du dich gerne bedienen. Und der Punkt ist eigentlich der, dass sich jeder irgendwo auf dieser Scheibe findet. Also nicht du hast eine Scheibe, sondern du bist auf einer Scheibe. Jeder kann sich irgendwo finden. Vielleicht bist du eben neu in dieser Kirche oder du bist schon mehrmals da gewesen. Und das helfe dich zu connecten dran. Oder du bist in der Phase dran, wo du merkst, hey, einfach geistliches Wachstum ist dran, dienen, leiten, was auch immer. Jeder findet sich irgendwo. Und wenn du dich gefunden hast, dann kannst du dir individuell überlegen, wo könnte ich jetzt herpassen? Was ist bei mir konkret mein nächster Schritt, den ich machen könnte? Wie gesagt, die Linien, die sind nicht stur. Das kann sich vermischen. Aber es gibt dir mal ein paar konkrete
Anhaltspunkte. Heute das Connecten, das Verbinden. Nun, in deiner und meiner Welt ist es vielleicht so, dass man sagt, was du bist verbindlich in einer Gemeinschaft dabei, das ist nicht mehr so attraktiv. Ich will frei sein, ich will unabhängig sein. Und sich irgendwo einbinden, ist eigentlich nicht das, was heute unbedingt am Zeitgeist entspricht. Aber die Bibel sagt uns genau das Gegenteil, dass sie sagt, hey, bist verbindlich von Herzen irgendwo dabei, weil da drinnen, da wohne ich und da drinnen tue ich mich offenbare. Unabhängigkeit ist letztendlich nicht das, was mich erfüllt, sondern ich denke, entscheidend ist, dass wir uns connecten. Zuerst mit dem Gott im Himmel und auch untereinander. Und wir haben uns als ICF Gedanken gemacht in diesem Jahr, ja, wo kann denn das stattfinden, das Verbinden? Wir haben hier ganz verschiedene Punkte haben wir da aufgeführt. Ich werde 3 hervorgreifen. Das erste das ist das Welcome. Eine super Möglichkeit, um in die Kirche reinzukommen, um dich zu connecten. Das kann sein, dass du einfach im Welcome mitschaffst. Es ist einfach, um da reinzukommen. Du lernst neue Leute kennen, du bist selber auch noch ein bisschen neu, du kennst schon das Feeling. Und du kannst einfach mal in die Kirche reinkommen. Also, das heißt, ich schaffe zum Beispiel einfach mal ein Titel in diesem Welcome einfach mit. Das ist so eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, die wir dir haben, das sind Camps. Wo wir uns auf die Fahne geschrieben haben, in den Camps, da sollst du eine Gemeinschaft erleben. Da sollst du neue Leute kennenlernen. Da kannst du connected werden. Wir haben ganz viel ein Top-Angebot in diesem Jahr von verschiedenen Camps. Wir haben von Freizeiten her, wir haben vom Kids World haben wir im März ein Wochenende, da geht es genau um Beziehungen, da geht es um Freundschaft aufbauen, bereits bei den Kindern. Wir haben ein Camp, also ist das Wochenende, wir haben Camps-Angebot vom Youth Planet, Jahr für Jahr, Herbst für Herz, März, das legendäre Youth Planet Camp. Am Abend wird das Jecho, oder? Heute ist es noch ein bisschen ruhiger. Wir haben Seniorenwoche, nein, wir haben noch nicht, aber das kommt ja gleich mal. Wir haben eine Family-Woche im Tirol für Familien, vor allem in der Kleinkindphase. Da haben wir extra eine Kleinkinderwoche, die wir anbieten. Der 20er bietet eine Woche an am Meer. 20er sind logisch die 20-Jährigen aufwärts. Oder zum Beispiel die 20-Jährigen plus Ehepaar plus Erwachsene, denen bieten wir an eine Berggenusswoche im Wallis, so unter dem Motto Go Wild and Enjoy It mit dem Pastor Chris Bächler, wo du kannst auf relaxe Art und Weise in die alpine Walliser Bergwelt einsteigen, auf so genussvolle Art und Weise. Du musst einfach lockere 4 bis 5 Stunden locker laufen und darfst einfach kein Schaupihung sein. Und dann kannst du einander kennenlernen, Beziehungen pflegen. Wir haben ganz viel so Angebot. Also nutz das, dass du kannst connected werden kannst, dass du kannst drinnen kommen. Ja, das ist gemerkt, für was mein Herz vor allem schlägt. Nein. Und etwas ganz Wesentliches, das sind unsere Kleingruppen. Kleingruppen. Ich denke, das ist das Wichtigste, das ist das Effektivste. Und da freue ich mich jetzt, dass jemand auf dieser Bühne ist. Das ist jetzt wirklich ein Stück weit speziell. Du wirst gleich merken, warum. Heißen wir willkommen auf der Bühne unsere Gina Lüscher. Hey Gina, schön bist du da. Jetzt habe ich da ja ein paar Fragen aufgeschrieben für dich, dass ich dir da noch weiss und dir nicht die falsche Frage stelle von den 10, die ich dir übergeben habe. Nein, Gina, kannst du kurz 2, 3 Worte zu dir sagen? Ja, ich bin Gina Lüscher, wohne in Zitzers und habe einen Mann und 2 Kinder. Genau. Sie war früher auch noch Coiffeuse. Auch mein Coiffeur. Aber es hat nichts mit dir zu tun. Gina, wir haben genau das Thema Connecten, Beziehungen. Wie, genau, jetzt kommt der Point. Speziell ist, dass es die Kleingruppe, darf ich das schon sagen, oder willst du das wollen sagen? Darf ich das sagen? Dass die Kleingruppe, wie lange gibt es eure Kleingruppe schon? Ich weiß es nicht. Ich bin von Anfang an dabei, aber ich glaube, es gibt sie sicher 10 Jahre oder 11 Jahre. Genau, so. Ich habe mit der Leiterin, mit der vorherigen Leiterin geredet, vor ein paar Wochen. Und sie haben mir gesagt, wie lange es die Frauen-Kleingruppe schon gibt. Wow, oder? Wie viele Frauen seid ihr? 9. 9 Frauen, die jahrelang zusammen so treu, glaub, verbindlich unterwegs sind. Fanden, das ist eine Message, die müssen wir hören. Wie machen die das? Gell? Genau. Hey, das verdient Applaus, würde ich sagen, hey, so jahrelang zusammen unterwegs, das ist Connecting. Genau, wie bist du
überhaupt ins ICF reingekommen? Weißt du das noch? Ja, das war vor 16 Jahren gewesen. Da hat es meine ICF geheißen, da hat es Fresh Life Gottesdienst geheißen. Wenn ich dort reingekommen bin, meine Mama hat mir eine Schutte ins Füllen gegeben und gesagt, da gibt es einen Gottesdienst, bring dich her, hol dich wieder ab. Ja. Dann bin ich dort gewesen. Und dort war es einmal im Monat gewesen. Und ja, von dort an bin ich dann einmal gegangen. Super. Jetzt ist sie nicht mehr da, gell? Mama, du sie nicht mehr da. Genau. Ja, mal. Ja, wie sieht bei euch so die Gemeinschaft aus, in eurer Kleingruppe? Eben, wir sind 9 Frauen, wir treffen uns einmal in der Woche und dann essen wir zusammen. Und die, die zu Mittag, nein, die Nacht vorbereitet hat, die dort dann gerade auch den Abend leiten und vorbereiten. Genau. In all diesen Jahren, was hast du jetzt gelernt, so an Gemeinschaft? In der Gemeinschaft, meinst du? Oder an der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft, wie auch immer das Deutsch aussieht. Ja, etwas, was ich gelernt habe, wo ich immer noch dran bin am Lernen, ist, mich selber zurückzunehmen. Ich bin jemand, ich kann zu allem und jedem noch meinen Senf dazugeben. Und wenn es nicht schlau ist, dann ist es sicher ein blöder Spruch. Oder auch noch eine Erkenntnis, die ich jetzt auch noch wieder habe. Und da ist die Kleingruppe für mich eine sehr coole Gelegenheit, um ja, das zu üben. Und ich habe auch sehr Freude, wenn ich zurückschauen an die Entwicklung, die ich hier gemacht habe. 9 Frauen, die jahrelang zusammen sind. Warum hat das funktioniert oder funktioniert es immer noch? Also wir sind nicht immer die gleichen, es hat schon Wechsel gegeben. Aber ich glaube, auch etwas, was die Freundschaft erhalten ist, wir geben einander keine ungefragten Ratschläge. Ja. Gut, alles klar. Das ist so einer von diesen Schlüssel, wo du sagst, das ist für euch ganz wichtig. Ich glaube schon, ja. Super. Das wäre die Frage gewesen. Gina, ich danke dir herzlich. Ich wünsche euch weiterhin ganz eine tolle Zeit. Für euch als Frauen-Kleingruppe. Ich wünsche das ganz vielen Mannen-Kleingruppen, dass ihr so die Kirche auf praktische Art und Weise erleben könnt. Danke vielmals. Ich komme jetzt noch eine Spur tiefer hineingehen in das Connecten. Und ich möchte mit dir auch noch so einen Bibeltext anschauen, wo einiges Wichtiges über das Connecten ausgesprochen wird. Und zwar habe ich einen Vers, einen Text, der steht im Kolosser 2, der schreibt durch Paulus: Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch. Also der Paulus sagt da, ich setze mich für euch ein. Nicht nur das, also ich setze mich für euch ein, dass ihr connected werdet mit dem Gott im Himmel. Untereinander, ich setze mich für euch ein. Aber jetzt gibt er noch einen oben drauf. Er sagt hier, ich kämpfe um euch. Ich habe das kürzlich so einfach für mich gelesen gehabt. Und das, ich kämpfe für euch, das ist mir noch recht eingefahren. Das ist noch recht so intensiv. Ich kämpfe um euch. Vielleicht bist du jetzt da und denkst, hey Paulus, also, sorry, das brauche ich nicht. Paulus, ich weiß doch, was ich brauche. Ich weiß doch, was für mich gut ist. Hey Paulus, nimm dich doch ein bisschen zurück. Wird ein bisschen easy. Du musst nicht um mich kämpfen. Schau einfach für dich. Ja? Paulus, was meinst du damit, wenn er sagt, ich kämpfe um euch? Ich weiß nicht, wir sind hier recht viele Leute, verschiedenste Leute heute Morgen da. Kennst du das in deinem Leben, dass du sagst, ich kämpfe um jemand anderes? Ist uns eher fremd, ja? Wir sind zurückhaltend, jeder lässt den anderen stehen. Der Paulus zeigt uns hier einen ganz interessanten Aspekt vom geistlichen Leben. Was meint er mit dem? Ich kämpfe um euch. Vielleicht sagst du, ja, ich kenne das auch, das Kampf um jemanden. Ich kämpfe um Leute in meinem Ministry. Dass ich genug Leute habe, dass wir eine gute Qualität haben, dass wir eine gute Stimmung haben. Oder wir lesen das und hören und denken vor allem an Manipulation. Ein frommer Druck, der ausgeübt wird. Das ist hier nicht gemeint. Ohne dass eben ich kämpfe irgendwie um irgendeine Sache, das ist hier auch nicht gemeint. Das sind ja alles die Antriebe, die wir alle kennen. Aber es geht hier beim Paulus nicht um den
Fleischantrieb, sondern es geht um einen Geistantrieb. Und mit Fleisch meint die Bibel immer, dass das alles, was selber erzeugt wird, alles, was selber gemacht wird. Und das meint er aber hier nicht, sondern der Geistantrieb, das heisst, Gott selber ist der, der etwas initiiert. Er selber, er ist der Antrieb. Und ich kämpfe für das, was er selber als gute, göttliche Werk vorbereitet hat für einen anderen Mensch. Er sagt ja, ich kämpfe um euch, nicht um eine Sache. Da sind wir ja gut, wenn es um Sachen geht. Er sieht direkt die Menschen. Und ich denke, das ist eigentlich etwas vom Teufelsten, was Kirche eigentlich ausmacht. Also der Fokus ist auf den, ist bei den Menschen. Und jemand, der kämpft, hat ein klares Ziel. Er ist entschlossen. Warum hat Paulus das so auf eine gute Art und Weise machen? Das zeigt mir eigentlich auf, weil er von Gott her so eine klare Sicht hatte für Menschen. Aber von Gott her. Und für das hat er gekämpft. Vielleicht hast du das auch schon gesehen, dass irgendwo so ein Holzpflock war oder ein Steinpflock war. Und dann ist jemand gekommen mit einem Meißel und hat aus diesem Pflock eine wunderbare Figur gemacht. Das hast du sicher auch schon gesehen. Wir kennen die Illustrationen. Und das ist für mich so zu einem Bild geworden, für was der Paulus kämpft. Wir sind eigentlich, sorry, wenn ich das Bild aufbrauche, alle so ein bisschen Pflöcke. Aber Gott hat wirklich, wirklich ein Wunder. Also wir empfinden es ja nicht so, wir sind ja cool, oder? Aber Gott hat wirklich noch vieles tieferes, göttlicheres Bild für jeden Mensch. Und er wird eigentlich, er hat das Bild. Und wir laufen als Pflöcke kommen und finden uns cool. Oder auch nicht cool, egal. Und der Paulus hat das tiefe Bild gehabt, für was Gott eigentlich einen Mensch gedacht hat und ihn gesehen. Und für das hat er gekämpft und entwickelt. Logisch, wie man es gerade in der Kleingruppe gehört hat, es muss immer im Einverständnis sein. Es geht nie um Macht, es geht nie um Druck. Aber für das hat er auf eine gute, konstruktive Art und Weise gekämpft. Ich kämpfe um euch. Gell, im Kirchenbetrieb vergessen wir das manchmal, dass es wirklich um den Mensch geht. Warum habe ich so gern, warum habe ich ein Herz für Leidenschaft? Das Coole bei der Leidenschaft ist, wenn es anfängt zu drücken, wenn es schwierig wird, dann kommt es raus. Galle. Schwierige Sachen. Und dann liebe ich es mit dieser Galle. Sag, hey, komm, lass uns das jetzt anschauen. Und das aus dieser Galle kann Gold werden. Das ist das, was Gott kann und will machen. Das ist mein erster Punkt noch. Wir brauchen einander, um das Gold voneinander rauszubringen. Und das ist manchmal aber zuerst die Galle, das Schwierige. Aber beim Druck kann es konkret werden. Und wir stehen zusammen und wir wachsen alle zusammen genau durch diese Drucksituationen. Für das hat der Paulus gekämpft. Das Zweite ist, was wir sehen, bei diesem Text, er sagt nachher weiter, er tut den Kampf jetzt konkret ausdrücken. Er sagt nachher, es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet. Das ist sein grosses Ziel gewesen. Der Paulus hat das gross auf seine Fahne geschrieben. Ich will ein Ermutiger sein. Ich will jemand sein, der andere tut stärken. Das finden wir alle cool, oder? Ermutiger zu sein. Entmutiger, von denen gibt es genug. Aber Ermutiger zu sein, das finden wir grundsätzlich alle cool. Aber probier mal, ein Ermutiger ganz praktisch zu sein. Und du wirst merken, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, ein Ermutiger zu sein. Wir sind Schweizer. Wir haben höheres Level, oder? Wir haben höheres Standard, bis es gut ist. Bis ich jemanden ermutigen kann. Wir haben die Schweizer Kultur, die auf uns innen hockt, die in uns innen hockt. Und ich habe einfach immer gesagt, ich will nicht in erster Linie habe ich die Kultur von einem Schweizer, so gerne ich die habe. Ich will Kultur leben vom Reich Gottes. Das ist meine erste Identität. Und das ist eine Kultur von der Ermutigung. Und das ist ein anderer Ansatz. Wir sind in der Schweiz, wir haben hohe Ansprüche, es muss viel stimmen, bis wir endlich jemanden ermutigen können. Es war gut gewesen. Aber Gott hat einen anderen Ansatz. Es ist wirklich so, dass Gott wirklich eine Begeisterung hat, aus dem Herzen heraus für einen jeden Mensch. Gott hat wirklich ein Yeah für einen jeden Mensch. Unabhängig von seiner Leistung. Das ist wie als Vater oder als Mutter. Du,
Du hast einfach die Ermutigung, die Grundermutigung für dein Kind. Ohne Leistung. Das machst du ganz natürlich. Wenn das Kind mit seiner ersten Zeichnung kommt und es dir zeigt, und du nimmst und sagst, hey, so gut gemalt, so gut sieht es aus, der Baum. Und das Kind sagt, Papi, das ist kein Baum, das ist ein Elefant. Ja, natürlich, oh ja, jetzt sehe ich so, hey, so gut gemacht, oder? Super gemacht, das ist eine Herzensermutigung. Du weißt, das Kind, für die Ermutigung, für das läuft es. Und wenn du ihm sagst, sorry, Kind, du musst schon noch ein bisschen üben. Das willst du nie machen, wenn du es machst, das Kind wird nicht mehr kommen. Und die vielen Leute kommen nicht mehr, weil sie entmutigt worden sind. Lass uns offensiv ermutigen sein. Offensiv. Irgendwie eine Meile mehr zu gehen. Das ist ein Kampf, ein offensiver, herzhafter Ermutiger zu sein. Im modernen Management ist es ja so, dass man es, man macht es am Anfang, oder, von einem Qualigespräch, was immer, du sagst mal das Gute. Du bist mal positiv. Aber dahinter steckt eigentlich immer ein Kalkül, damit du nachher nicht dran noch mehr melken kannst. Ich finde das grauenhaft. Leute, das ist nicht Reich Gottes Kultur. Reich Gottes Kultur ist von ganzem Herzen, ich bin für die Person. Und ich sehe immer das Gute zum Loben. Ich sehe immer etwas zum Ermutigen. Und wenn vielleicht 80% nicht gut waren, ich sehe die 20%. Und die 20%, die löpfe ich auf und ich sehe nicht. Lass uns offensiv ermutigen sein. Ich habe vor ein paar Wochen über Leidenschaft gepredigt, über den grünen Stab von Aaron. Und nach der Predigt kommt eine Person auf mich zu und sagt, Küsse, im Fall, ich laufe gerne unter deiner Leidenschaft. Wow, danke vielmals. Das hat mir gut getan. Andere haben es vielleicht auch gedacht, vielleicht. Aber eine Person ist offensiv, sie hat etwas gemacht, das wie mehr ist. Wir haben dahinter ein Barministerie. Es ist nicht selbstverständlich, dass einfach Leute da sind, die einfach ihre Zeit investieren, einfach in eine Bar. Kannst du mal sie positiv ermutigen? Ist es Housekeeping, wo Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr die Räume sauber halten, dann bestimmt, dass wir auch am Samstag jetzt mitmachen. Mal offensiv ermutigen, warum nicht mal ein Geschenk her tun beim WC für unser super Housekeeping-Team, bedient euch, oder? Da werden plötzlich alle im Housekeeping sein, oder? Einfach mal offensiv sein in der Ermutigung, in der Dankbarkeit, die Meilen mehr zu gehen. Der Paulus hat gesagt, ich bin ein Ermutiger. Ich will die Leute stärken. Und ich werde da von ganzem Herzen in meiner ganzen Unvollkommenheit auch mitmachen. Der dritte Punkt ist, wir brauchen einander, damit wir nicht vereinsamen. Habe ich noch gerade den Vers, das ist nochmal der gleiche Vers mit dem dritten Punkt. Also es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Ich liebe es manchmal in den Bildern so, einfach einzelne Wörter so raus anzuschauen, zu fokussieren. Das letzte Wort, zusammenhaltet. Das kannst du nicht alleine machen. Das kannst du nicht alleine machen. Da brauchst du den anderen. Vielleicht auch den mühsamen anderen. Dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Wenn ich als Solo-Christ unterwegs sein will, dann gehe ich ein. Die Bibel sagt uns, dass Satan, der Widersacher, das grösste Interesse hat, um mich von dieser Gemeinschaft wegzubringen. Um mich zu isolieren. Und zu neutralisieren. Und irgendwo selber meinen Weg gehen. Und die Bibel braucht wirklich ein schreckendes Bild von dem brüllenden Löwe, wo die Christen verschlingen, wo verspachteln. Und es ist ja spannend, wenn du in Afrika bist, dann, wenn du so eine Knuherde siehst, solange die Knuherde zusammen ist, sind sie relativ stark. Aber was der Löwe probiert ist, genau das Gegenteil von dem, dass es statt zusammenhaltet, dass es die Härte auseinanderbringt. Also von dem Moment, wo ein Tier ausbricht, um das ist es geschehen. Das ist echt die Taktik von Satan, die er hat, dass wir ausbrechen und dann sind wir wie nicht mehr geschützt. Und das ist wie ein Bild für uns, für die Gemeinde, dass wir eben zusammenhalten, in Liebe zusammenhalten. Vielleicht sagst du jetzt, aber das ist so mühsam manchmal mit den Christen, oder? Ich meine, wenn ich mit Leuten zusammen sein, die würde ich mir als Freund und Kollegen nicht aussuchen.
warum muss ich denn mit denen zusammen sein? Ich werde dir das erklären. Anhand von einem Fußball. Wenn ich den Fußball habe, ich bin auf dem Fußballplatz, 20 Meter Distanz zum Goal, Schuss, Goal. Easy. Es ist kein Problem. Jeder Schuss ein Treffer, wahrscheinlich. Es ist so einfach, es ist so unkompliziert, oder? Von dem Moment an, wo ich als Fußballer aber Verteidiger, mühsame Verteidigerformen habe und einen Goalie, dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Aber genau die mühsamen Verteidiger, die machen mich fit, die trainieren mich fit. Also es ist so einfach irgendwo alleine auf einem Fußballplatz stehen. Sagen, es ist doch so alles einfach, ach die anderen sind ja alle so kompliziert. Es ist doch so einfach, das ist billig. Aber die Verteidiger, die Goalie, all die Herausforderungen, die machen dich fit zum Fußballen, für die Gemeinschaft. Und ich glaube, es ist für mich zu einem Bild geworden, einfach, ein Fußballer will einfach nicht alleine zusammen sein, das ist mit der Zeit nicht mehr cool. Und wir brauchen einander, um können fit zu werden. Menschen zu stärken, Menschen zu ermutigen, in Liebe zusammenzubleiben, das ist Oberkampf. Es gibt viel Schönes, manchmal ist es auch ein Kampf. Und jetzt ist spannend, wie der letzte Abschnitt von diesem Vers uns noch sagt. Es steht da, dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen. Beachtet das erste Wörtchen, dann. Die Verse, die jetzt kommen, die liebe ich seit Jahren. Die begeistern mich seit Jahren. Aber spannend ist das Wörtchen dann. Das heisst, es bezieht sich auf das, was vorher aber stattgefunden hat. Dann, aus dem heraus, werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das wollen wir ja alle, eine tiefe, umfassende Erkenntnis. Wir sind für Erkenntnis. Viele Bücher lesen, gescheit werden, Erkenntnis haben. Für das sind wir. Wir wollen tiefer hineingeführt werden in das Geheimnis von Gott. Und wir wollen all die Schätze von Jesus erlangen. Und klar, ein Bereich ist, ich kann das direkt im 1:1 mit Jesus erleben. Aber hier haben wir eben noch etwas anderes. Dann werdet ihr. Die Folge der Gemeinschaft ist, dass wir aus der Gemeinschaft raus genau zu diesen Reichtümern kommen können. Wir brauchen einander, um den Reichtum von Jesus zu entdecken. Und beachte auch das letzte Wörtchen, kann ich mal den Vers haben, es ist verborgen. All das, der Schatz, ist verborgen. Verborgen ist verborgen. Du merkst es, du siehst es nicht sofort. Und dass es Jesus liebt, sich gerade in der Gemeinschaft, dass seine Schätze aufkommen, in der Gemeinschaft von uns Christen. Durch Leute, die wir auch gerne haben, wo das passiert. Und manchmal durch Leute, die uns vielleicht nicht so nach sind. Und das kann Jesus brauchen, dass all diese Schätze wir erfahren und erleben können. Ich hoffe, das Bild ein bisschen grösser machen von diesem Connecten. Es geht um mehr als nur ein bisschen, dass wir irgendwie mitarbeiten können. Es geht darum, dass du sagst, hey, ich will mich connecten für das grössere Bild von dem Reich Gottes. Und überleg dir jetzt einen Moment für dich. Hast du so ein Lagerfeuer? Hier in dieser Kirche. Hast du so einen Tisch? Eine Tischgemeinschaft? Und wenn du das hast, wenn du so ein Lagerfeuer hast, bist du auch bereit, neu, weiter zu connecten. Und sagen, ich will an neuen Orten, in dieser Region, wo immer, ein neues Feuer anzünden. Ich will ein Connector sein. Etwas, was ich will, dass es das nie gibt, das ist, dass wir so hier auf so einem Tisch, wie ein Schild haben, das siehst du manchmal in einem Restaurant, wo steht, reserviert. Oder geschlossene Gesellschaft. Und was wir haben, wir wollen immer wie einen leeren Stuhl haben.
einen freien Stuhl haben, der ausdrückt, hey, es sind jederzeit neue Leute bei uns willkommen. Wenn jemand Neues kommt, sagen wir, hey, setz dich her, red mit uns, iss mit uns. Welcome, schön bist du da. Dass das so unsere Grundhaltung ist als Kirche. Das ist mein Traum. Dass ich kann sagen, wir haben immer ein leeres Glas noch für jemand Neues. Zum Connecten. Immer. Wir sind keine geschlossene Gesellschaft. Und wenn wir heute zusammen jetzt das Abendmahl nehmen für die, die das wollen, du siehst hier den Edeltisch. Du siehst hier so ein bisschen das Rauchen, das Spriessige. Es steht so ein bisschen für unser nicht nur fehlerfreies Leben. Es steht für unseren Rauchalltag. Und wenn ich jetzt das Rauchen, auch ein bisschen dreckige, staubige Holz-Shit nehme, so, was so den Tag ausdrückt, und den auf den Tisch lege, ich mache es nicht, keine Angst, Flavio. Eigentlich passt es nicht drauf, oder? Es ist wie ein Pflock drauf. Der edel schön ist. Aber liebe Leute, ich liebe genau das Bild vom Abendmahl. Genau das gehört zusammen. Jesus ist der, der dir das Kleid von der Gerechtigkeit will und tut geben. Und beim Abendmahl geht es nicht darum, dass ich mich zur Show stelle und sage, schaut mal, wie heilig und fleckenlos super ich bin. Sondern beim Abendmahl weise ich nicht auf mich, sondern auf den Jesus her. Auf das, was er für mich ist und was er für mich da hat. Und wenn ich das erlebt habe, ein Teil ist von meinem Herz, dann kann ich das Abendmahl nehmen. Wenn ich das gar nicht erlebt habe, wenn ich das nicht will, dann musst du doch kein Abendmahl nehmen, dann macht es für dich auch keinen Sinn. Aber wenn du das erlebt hast, dann drückt es genau das aus. Das kommt zusammen. Dein Alltag, dein Leben mit dem heiligen Jesus. Und das tut sich auf eine göttliche Art und Weise verbinden. Wenn du das Abendmahl nimmst, dann gebe ich dir wieder drei Gedanken mit. Erstens, dank deinem Jesus, dass er dich connected hat mit dem Vater im Himmel. Und das Zweite ist, überleg dir, bist du selber auch connected? Kennst du das? Hast du das? Vielleicht merkst du, mein nächster Schritt ist, ich werde mich connecten. Und wenn du connected verbunden bist, dann überleg dir, bin ich auch ein Connector? Gebe ich es weiter. Dass du so mitgeben, wenn wir zusammen als Band das Lied singen, dann können wir dich noch beten und dann können wir für die, die wollen, können noch das Abendmahl nehmen. Next Step ist dein nächster Schritt auf deiner geistlichen Reise mit Jesus. Heute haben wir das Thema Connecten. Und die Frage, hast du so ein Lagerfeuer, wo du daheim bist? Klar, viele, die jetzt die Vertiefung anschauen, sind in einer Kleingruppe. Natürlich nicht alle. Aber gerade wenn du in einer Kleingruppe bist, dann ist das natürlich ein wunderbares Bild für euch als Kleingruppe, das Bild von dieser Lagerfeuer-Atmosphäre. Und ich werde euch dazu folgende Punkte wieder mal ablesen, die wir jetzt zusammen angeschaut haben. Also zuerst, unser Haupttext war aus dem Kolosser 2, die Verse 1 bis 3. Und daraus habe ich folgende Gedanken, Hauptpunkte daraus genommen. Und zwar der erste Punkt ist, wir brauchen einander, um das Gold voneinander rauszubringen. Also, wenn wir näher zusammen sind, dann kommt das manchmal mit Ogallen, mit Unschönem, das raufkommt. Aber wir wollen voneinander auch das Gold raussuchen. Und überlegt euch einen Moment als Kleingruppe, wo ist das Gold beim anderen gesehen? Ich bin überzeugt, vielleicht als Kleingruppe, da gibt es ganz viele Goldnuggets. Und das kann so ein Moment sein, wo das Kleingruppe einfach so die Goldnuggets aneinander entdecken und dass es einander auch sagen. Und dann sind wir bereits beim zweiten Punkt. Wir brauchen einander, damit wir einander ermutigen und stärken können. Ich glaube, wenn wir einander die Goldnuggets sagen, das ist so eine Ermutigung. Manchmal nehmen wir ja uns selber gar nicht wahr. Und zu merken, hey, so nimmt die andere Person mich wahr. Also ermutigt einander mit so Feedbacks, wie ihr einander erleben. Das dritte ist, wir brauchen einander,
damit wir nicht vereinsamen. Ich habe das Beispiel gebracht mit dem Fußball, wo wir einander trainieren können. Ich denke, das darf auch sein, innerhalb von einer Kleingruppe, wo wir einander einfach trainieren, wo es auch ein bisschen Spannungen geben darf, aber es ist immer die Chance, dass es uns weiterbringt. Und das Vierte war noch, wir brauchen einander, um den Reichtum von Jesus zu entdecken. Das ist ein wunderbarer Punkt. Es lohnt sich einfach, in diesen Versen, die Verse 3, einfach nochmal speziell miteinander zu lesen und auf euch einfach wirken. Und noch ein Aspekt, wenn ihr das jetzt schon gemacht habt als Kleingruppe, nehmt nochmal so eine Scheibe zur Hand, überlegt euch, wo steht ihr selber und überlegt euch so, vielleicht auch zusammen oder du als Leiter eins zu eins mit deinen Leuten, was könnte mein konkret mein nächster Step sein in diesem Jahr 2015. Wenn du die Video-Podcast-Vertäufung anschaust und du bist nie irgendwo connected, dann wünsche ich dir, dass du irgendwo einen Platz finden kannst, wo du sagen kannst, ich habe mein Lagerfeuer gefunden, wo ich mit Leuten, mit Geschwistern zusammen sein kann und etwas von dieser lebendigen Beziehung erfahren und erleben kann.